Verdammt, du hast mich um den Gewinn einer ganzen Woche gebracht. Hast du's bar? Du hast die Karten doch irgendwie manipuliert. Dumm nur, dass du nicht weißt, wie. Ich bitte zur Kasse. Wolltest du vorher nicht irgendwas? Ja, ich wollte, dass du mich in Charles' Zimmer lässt. Deal? Deal. Es ist schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich bin begeistert. Da ist nichts Interessantes drin. Hä? Charles sieht doch ganz anders aus. Und das Foto ist erst ein Jahr alt. So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Ich finde schon ein bisschen erschreckend, wenn jemand ein Foto und die Telefonnummer seiner Mom auf dem Nachttisch stehen hat. Auf eine niedliche Art und Weise. Hat Charles Eddington die Identität einer anderen Person angenommen? Ich sollte das Foto als Beweisstück mitnehmen. Mangas, Spiele, DVDs. Es passt total zum schüchternen Charles. I want to believe. Charles scheint ein Science-Fiction-Fan zu sein. Das ist eine Ausgabe der Scientific American mit einem Artikel von Dr. Stiles. Aber Charles hat so getan, als hätte er noch nie etwas von Dr. Stiles gehört. Ich lass mich doch nicht verarschen. Wow, der scheint ja ein richtiger Nerd zu sein. Harf, bist du da? Nein, ist er nicht. Hi. Ich nehme an, du kannst mich nicht in Zimmer 302 lassen, oder? Ich habe Harvey Kinderman eine Kamera geliehen und muss sie dringend ins AV-Labor zurückbringen. Nein. Komm schon, ich weiß, dass ihr normalerweise keine Leute in die Zimmer anderer Studenten lasst, aber es ist wirklich wichtig. Für mich nicht. Der lässt sich nicht weichklopfen, verdammt. Ich brauche den richtigen Trick.
Den Trick sollte ich hinkriegen, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Ich glaube, ich nehme etwas von dem Klopapier mit. Man kann damit gut was verstecken. So, das müsste reichen. Ich habe den Krachmacher in Klopapier gewickelt. So wird ihn niemand sehen.